Ja, so allmählich bricht die Nacht herein und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Also, ich gucke mir jetzt die zwei Häuser hier noch an und wenn da definitiv auch nichts drin ist, dann kehre ich zu der alten Frau zurück und übergebe ihr das Holz, was ich gesammelt habe. Hoffentlich reicht das. Das Haus hier ist verbarrikadiert. Ein Glück ist hier nichts. Boah. Wenn das anders gewesen wäre, echt. Ich sehe alles schon fast in so einem Rot, irgendwie gerade. Okay. Vielleicht ist ja hier irgendwie noch was angekommen. Man weiß ja nicht. Hätte ich der alten Dame natürlich noch ihre Post gebracht. Aber ich glaube, das hätte die auch alleine geschafft. Wobei, wenn hier Wölfe rumlaufen. Ich meine, die war am Anfang echt unsympathisch, aber trotzdem, alleine rumlaufen würde ich die ja auch nicht lassen. Das wäre mir dann doch ein bisschen. So. Radio Verrat, okay. Was auch immer das bedeutet, das Schriftstück. Ich werde mir das mal durchlesen gleich. Einmal hinten gucken, ob hier noch was liegt. Nö. Ich hätte nicht gedacht, dass man im Nachhinein noch so viel findet. Also, Wahnsinn. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum der Typ schon wieder hungrig ist, ey. Ich gebe dem ständig irgendwas zu essen und der hat schon wieder Hunger nach einer Stunde. Ich weiß auch nicht, was der. Lichtquellen. Ja, Lichtquellen. Ja, komm, dann hier Motorhaube auf. Ich gucke jetzt, dass wir noch einmal in diesen Shop reinkommen. Irgendwie. Brief der Bank von Milton. Hey, gibt's eine Bank? Im Niemandsland. Ich sehe ja mal gar nichts gerade. Wie wär's denn vielleicht mal, wenn er die scheiß Streichhölzer in der Hand gehalten hätte? Ach, das ist die Bank. Ist aber ziemlich groß für so eine kleine Stadt. Vier Schalter, bei uns in Herten gibt's einen und wir haben 60.000 Einwohner. Blödes Streichholz. Schon wieder aus. Ach, das ist ein ganzer Karton. Vielleicht ist ja was Sinnvolles drin. Lichtquelle, Streichholz. Das wird mir langsam echt. Nee, das wird mir langsam zu doof hier. Ich nehme jetzt eine Fackel. So. Viel besser, viel besser. In dem schönen roten Licht sieht man wenigstens auch mal was. Boah, völlig überladen. Muss gleich bei der alten Dame erstmal irgendwas ablegen. Oh, so ein Laptop wäre eigentlich auch nicht schlecht. Im Ernst, was ist hier passiert? Den Kaffee könnte man noch mitnehmen, wenn es gehen würde. Natürlich. Das ist Voraussetzung Nummer 1. Hey, was zu trinken. Ein Müsli-Riegel. Telefone sind wohl auch alle tot. Noch eine Fackel. Ja, immerhin, was zum Leuchten. Schön. 0,52 Liter. Seltsam, dass das Wasser so wenig ist. Ah, hier gibt es gar keinen Spülkasten. Was kenne ich auch nicht gerade. Mülleimer. Wenn eine Apokalypse wirklich ist oder ein Notfall, ihr findet im Mülleimer immer irgendwas. Lohnt sich immer zu durchsuchen. Hoffentlich brennt dieses Teil noch ein bisschen. Nicht, dass die Fackel mich gleich im Stich lässt. Och nö. Ich muss echt gleich erstmal die ganzen Sachen sortieren. Ich verstehe teilweise auch nicht, warum in irgendwelchen Aktenschränken dann auch noch Dosen Limo sind oder so. Sowas gibt es eigentlich nur bei mir in meinem Zimmer. Warte mal da. Ja. Salzcracker, immerhin, immerhin.
Ja, das sieht doch gut aus. Und im Tresor von der Bank kann man, glaube ich, jetzt nicht rein. Müsste man viel Glück haben und die Kombination knacken. Und man bräuchte vielleicht mal Strom. Das ist auch so eine Sache. Strom gibt es hier scheinbar auch nicht. Oh. Ja, den Safe zu knacken könnte doch ein bisschen hart sein. Aber was soll ich auch da drin? Da mögen zwar Reichtümer lagern und so eine Kacke, aber was bringt mir das? Verhungern werde ich trotzdem. Ich würde nur gerne gucken, was in dem Tresor drin ist. Warte mal. Muss mal gut in der Reaktion sein, wenn man das schnell macht. Ansonsten dauert das eine Ewigkeit, ist zwar sicher, aber wenn das eine Ewigkeit dauert, ist auch doof. Ja? Gegendrehen? Am besten immer zack, zack. Immer zwei Stück. Ist am effektivsten. Dann kann man am besten stoppen, dafür, dass man es schnell macht. Einfach direkt den Finger wieder runternehmen. 45, das kann ja nicht mehr so viel sein. Ich werde den auf jeden Fall knacken. Frage ist nur, ob das so toll funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau. Ja, so viel kann das nicht mehr sein. Irgendwo bei 50, ja. Jawohl. Ah, und was ist da drin? Bargeld. Nutzlos. Ich werde es trotzdem mal behalten. Boah, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ausgehungert. Ich denke mal, ich werde mal versuchen, alles zu essen, was ich mit mir rumschleppe. Und trinken natürlich auch. Dadurch verliert man Gewicht. 53 Kilo, das ist echt schon ein bisschen heftig. Aber ganz, ganz viel davon ist auch brennbares Material. Ich habe selbst über 1 Kilo Hagebutten dabei. Wahnsinn. Na super. Ja, dann kann ich es wieder mit Streichhölzern versuchen. Egal, Hauptsache, man kann sich bewegen. So. Gibt es ja auch noch Schubladen, gar nicht gesehen. Ach nee, die sind schon offen. Warte mal, die andere Fackel nehme ich jetzt auch noch. Sind doch nur Fackeln. Ich werde schon noch eine andere Lichtquelle finden später. Hoffentlich. No cash. Aber wir wissen ganz genau, dass es hier was gibt. Es gibt noch was zu holen. Zwar kein Bargeld, aber andere nützliche Sachen. An den Automaten scheint auch nichts mehr zu sein. Das ist ja grauenhaft gerade. Erstmal was essen. Kondensmilch. Nee, brauche ich gerade nicht. Ja, gut, durch Essen kann man das zumindest ein bisschen einschränken, das Gewicht. Salzcracker. Also mit jedem bisschen wird man wieder schneller. Aber die Beweglichkeit ist wie gesagt fast bei null. Man sieht's.
Liegt hier vielleicht noch was rum? Mal schauen, mal schauen. Stoff. Nein, natürlich nicht. Nichts, was einem irgendwie nützt. Hausschlüssel des Bankmanagers, oh yeah. Ich muss wahrscheinlich am nächsten Tag nochmal versuchen. Nicht mal die Diskette bringt einem irgendwas, gar nichts. Hoffentlich überlebe ich das. Das war eine blöde Idee, hier noch reinzugehen. Ah, unser Charakter ist mal wieder ausgelaugt, man merkt's. Mann, das Haus sieht jetzt gerade echt schön aus. Verdammt gemütlich. Und komischerweise draußen geht's eher mit dem Laufen. Aber wie gesagt, ganz viel davon ist Brennmaterial, das werden wir eh wieder los. Aber hier ist auch noch was. Feuerholz. Ach so. Da soll ich das reinlegen, oder wie? Keine Gegenstände dieser Art im Behälter. Ja, das kann ich doch mal da rein tun. Nicht schlecht. So. Bücher kann man verbrennen, auf jeden Fall. Bargeld. Lässt sich als Zunder verwenden, immerhin. 42 Kilo, okay, ein Teil ist auch Kleidung, auf jeden Fall. So, jetzt erstmal gucken, wie die alte Dame darauf überhaupt reagiert. Zehn Minuten geht das nur noch. Ich hätte das Feuerholz holen sollen. Ganz ehrlich, das war eine blöde Idee. Nimm ich wieder mit. Eieiei, immer diese Ladesequenzen, da hackelt das Spiel hin und wieder mal. Altholz. Stöcker kann man auch nehmen. Das würde eigentlich ein schreckliches Dings geben. Wenn... Eieiei. Es wird eigentlich einen schrecklichen Rauch geben, wenn das wirklich so wäre, dass man das da noch alles mit reinpackt. Also die ganzen Bücher. Das wäre nicht so schön. Hä? Wieso geht das nicht? Abgeschlossen. Story. Ach so, Vertrauen. Worüber möchtest du reden? Gegenstände geben. Ach so, aktueller Bedarf. Glänzender Lackporling. Auf jeden Fall. Und einen Stock haben wir auch. Ach so, die meinte einfach nur Stöcker. Jetzt merke ich mal langsam, was die meint. So. Aktuelles Vertrauen. Ist komisch, wie die das gemacht haben, aber naja. Where am I? Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt ausgeht. Nö, das Feuer brennt einfach weiter. Cool. Das werde ich erstmal nutzen, glaubt mir. So, erstmal Kräutertee fertig machen. Mit ein bisschen Glück kann ich mich hier in dem Haus noch irgendwo hinhauen. Frag mich gerade ehrlich gesagt, wie lange ich da rumkochen muss, bis ich das alles zusammen hab. Ist ja geil. 20 Grad Heizleistung. Nicht viel, aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. So. Schweinefleisch mit Bone.
Wir haben sogar noch mehr Kräutertee. Jetzt muss aber erstmal reichen. Nicht, dass man hier noch völlig übertreibt. Dose Kaffee. Ja. Aus denen kann man auch wieder einen Tee machen. Und vielleicht sollte ich mir jetzt erstmal ganz, ganz viel Wasser kochen. Wenn ich jetzt einmal diesen Bug ausnutzen kann, dann mache ich mir jetzt erstmal 5 Liter Wasser. Mindestens. So. Das ist ja Wahnsinn, das funktioniert ja gerade mal endlich. So, hier 5 Liter. Oh. Und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Toll. Da kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gewicht verlieren. Und also die will definitiv nur Stöcke haben, nichts anderes. Jetzt habe ich das endlich mal verstanden. So, ziehen wir uns das mal rein. Ja, ordentlich. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen dösen. Temperatur ist in Ordnung. Eieiei. Ja. Dann tue ich das ganze Holz mal hier rein am besten. Feuerholzbehälter. Weil die will ja scheinbar nichts anderes haben als Dings hier. Als Stöcke. Muss ich akzeptieren, auch wenn mir das nicht gefällt. 43 Kilo, ich bin immer noch völlig überladen. Aber jetzt geht's wenigstens. Ich gehe, glaube ich, mal in irgendein Haus rein. Und versuche da zu pennen. Laufen geht immer noch nicht. Ist echt mies gerade. Naja. Nee, jetzt erstmal versuchen zu schlafen. Das wird die Situation verbessern. Ich weiß nicht wie viel, aber dann werde ich am nächsten Tag direkt mal Stöcker sammeln gehen. In der Hoffnung, dass dann mal ein bisschen alles friedlicher ist. So, rein hier. Oh, wieder mit Streichhölzern. Hä? Oh. Okay. Sehr gut. Wie viele Stunden könnte man schlafen? Sagen wir mal 6 Stunden. 7. Nee, warte mal, 8 Stunden. Dann ist auf jeden Fall wieder Tag. Tag und Nacht sind ja hier auch ein bisschen verzwickt, sag ich jetzt mal vorsichtig. So, helllichter Tag, uns geht's besser, jawohl. So muss das sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch wieder Durst. Kümmere ich mich auch direkt mal drum. Ein paar Minuten länger kann man ja machen, schwerer Nebel draußen. Die Axt könnte man auch als Waffe nehmen. Ist jetzt wenigstens so meine Meinung dazu. So. Habe ich ja gerade erst gekocht und offen gemacht. Mit frischen Bohnen. Was zu trinken. Die muss auf jeden Fall getrunken werden. Ja, Essen und Trinken ist getrennt. Okay, jetzt habe ich das so ein wenig, kleines bisschen verstanden. Und da oben kommt man auch hin. Frage ist nur, wofür das hier ist. Das sieht aus, als wären das irgendwelche Strommasten. Und hier ist eine abgebrannte Hütte.
Alte Schule. Ach so, das war mal eine Schule. Ist aber doch ein bisschen sehr klein. Was ist denn das für eine Schule? Das ist ja höchstens ein Klassenzimmer. Hey, da liegen nützliche Sachen. Kohle. Na, vielleicht kann ich das der alten Frau geben. Sofern die das nimmt. So. Auf jeden Fall braucht sie dringend Brennholz. Rund um die Uhr. Ich hätte echt gedacht, die meint richtig, dass wir Äste anschleppen sollen oder Holz hacken oder so. Aber dass hier die Stöcke reichen? Ja, okay. Dann ist das halt so. Ach, da unten ist der Bauernhof. Gut. Ja, ist schön angenehm, diese kleine Stadt Milton. Aber auch nicht sicher vor Wölfen. Dann findest du mal eine Überlebende und dann ist das eine blinde alte Frau. Ist auch irgendwie schon ein bisschen perplex, das Ganze. So, ich sammle jetzt noch ein bisschen Holz. Und dann frage ich mal nach. Wölfe sind mittlerweile schon wieder weg. Ein Glück. Also irgendwie stehen wir gerade ein bisschen auf der Stelle, ich merk's. Ich werde den Part ein bisschen verlängern. Ich denke mal, das Wasser wird einem hier nicht so schnell ausgehen. Hier ist auch ganz viel gefälltes Holz. Aber alles zugefroren. Doof ist nur, wenn du dann einbrichst in die Eisdecke. Das ist dann dein Ende. So. Ja, ist schon ein bisschen langweilig, Holz zu sammeln. Da gibt es spannendere Stellen im Spiel, ich weiß, aber... Naja. Komisch auch, dass die Streichhölzer einen grünen Kopf haben. Ich kenne nur welche mit roten. Oder manche haben auch einen schwarzen Kopf. Das ist dann aber auch eher die Ausnahme. Aber grün ist mir völlig ungeläufig. Mann, dieses alte Beil fällt ja schon fast auseinander. Ist auch nicht gerade das Beste. Nicht so die Ausbeute, die man sich vorstellt. Aber immerhin besser als nix. So. Eigentlich echt nicht schwer, das ein bisschen zusammenzusammeln. So. Sollte man aber hier langsam wieder hochkommen. Ja, jetzt geht's. Gerade war ja echt doof. Ich bleib da so die ganze Zeit stecken. Ah, das muss schön sein im Sommer, aber jetzt ist ja ziemlich kalt. Ach, wie beruhigend zu wissen, dass hier Wölfe in der Nähe sind. Es gibt doch nichts Schöneres, oder? So, also außerhalb von Cutscenes an sich kann man nicht mit den Leuten reden. Abgeschlossen Vertrauen. Worüber möchtest du reden? Ach nee, Lackporlinge sammelt die ja auch. Stimmt. Vertrauenswert. Also mit jedem Stock steigt das Vertrauen enorm, scheinbar. 47, das ist schon ordentlich. Geschichte von Milton. Der Fremde möchte also mehr über Milton erfahren. Ja, ich interessiere mich dafür, was hier geschehen ist. Um Milton zu verstehen, musst du den Zusammenbruch verstehen. Ich weiß von Erdbeben, es gab auch welche auf dem Festland. Nein, solche ganz sicher nicht.
Okay, die erzählt mir echt viel. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann erkunde ich das Milton-Haus ein bisschen und die restlichen Häuser und sammle nebenbei natürlich auch noch ein bisschen Holz und Lackbohrlinge. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.